Und der Ratten schlägt zurück. Geil, das ist schon wieder. Immer diese eine Millisekunde. Ah, Slack. Puh. Sollen wir das abgewöhnen, immer vorzurennen? Ja, vielleicht. Hi. Gibst du mir? Ich bin da. Wenn ich krepiert wäre, das wäre scheiße gewesen. Au, oh, ja, ich werd kurz gekriegt. Mord ist dein Hobby! Passt. Passt, okay. Du bist eine geile Maschine! Alter, ein bisschen mehr als 3 FPS wären schon geil, wenn ich gegen irgendwas spiele. Hier lebt noch ein Arsch! Hui! Hui! AP! Hui, ich sterbe trotzdem. Ein Medikit! Was wo? Ein Iridium! Boah, diese Scheiß. Ja, Granat, eine gute Idee eigentlich. Yo. Ja, sorry, dass ich dir gerade nicht helfen kann. Klar, mit dem Kill ist gut. Kein schlechter Anfang. Ah. So. Hallo! Ich hab grad versucht, irgendwie E zu drücken, aber E funktioniert nicht, wenn es laggt irgendwie. Gut zu wissen. Viel, viel Iridium. Hier können wir auch hoch, okay. Warum der Typ hier immer in the Hall of the Mountain King summt, ist mir auch ein Rätsel. Talalalalala. Eben, das macht der Typ hier immer. Ah. Ich hab noch 20 Leben. Das ist ideal. Das sind so Orte, wo ich unbedingt rein will, wo man aber halt einfach nicht rein kann. Mhm. Also der Typ gerade in dem Memo war fast so irre wie ich. Den haben wir doch schon mal gehört, aber... Meinst du, ich weiß das noch? Das ist ein Monat her. Die hat mir diesen einen Kerl befreit, ne? Ja, leider. Ja, Roland. Jetzt sehen wir eigentlich auch hätten gehen sollen. Kiste, Kiste, Kiste. Jo. So, und hier hinter soll es irgendwie weitergehen laut meiner Karte. Mhm, hab ich mir auch gedacht. Das wurde einfach nicht erkundet in der Ecke anscheinend. Ah, Decke fest. Dammit. Hui. Ah, Gegner. Ach du, ich wollte euch ja warnen. Naja. Ja, war nur wieder direkt in meiner Fresse. Naja, kriegst du Leben dafür. Komm ich aus dieser scheiß Grube irgendwie noch raus? Wächst mal die Waffe. Nope, die FPS reichen definitiv nicht zu vernünftigen Spielen. Jo. So, und... In beiden Fällen müssen wir nicht von der Map runter. Wo war jetzt der Bot, den wir hätten retten sollen? War dann, sollte der nicht hier sein? Nee. Der Bot, mach nochmal die andere Quest an. Moment, ich. Ja, gut, danke, das ist ein Weg. So, da. Ah doch, für den müssen wir raus, aber für die andere Quest nicht. Ich frage jetzt, laufen wir zurück und machen die Quest oder scheiß mal drauf? Wir könnten auch einfach quasi neu reingehen in den Ort, dann sind wir wieder am Anfang.
Ja, ich habe eine andere Ecke, oder? Okay, verlassen zu Three Horns Valley, also ich glaube nicht. Try. Eben, erstmal hier raus für die Quest und dann. Jo. Ui. Nur was können wir ja mal noch zurück. Ah, das ist der Schrein, ja. Mhm. Ist super. Der wundervolle Waffenschrein. Ja, ja. Diese Map, die so fürchterlich nervig war. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. So, Zeug verkaufen. Ich hoffe, du bist. Oh ja, das wäre gut. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Daran verkaufen habe ich eh nicht viel. Naja. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Kann er nicht Waffen verkaufen? Nein, kann er nicht. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Alles Könner Class Mod. Hm. Nee, das ist nur für Sorgeeifels. Hatte ich sonst noch irgendwas Neues? Ein Schild oder so? War mir da nicht was? Naja. Ihr seid schon wieder vorne, okay. Ja, nur bis hierhin. Ja. Weil da vorne kommen wieder Gegner. Jo, dann mal weiter. Ach, mal lieb. Riesenbot war das ja. Hi! In den soll ich den Kern einsetzen. Ah, okay. Das war nicht gewollt. Soll das Teil kaputt machen, wisst ihr, ne? Ja. Dieses Teil bewegt sich wie ein Ball mit Essstörungen. Sehr schön. Oh. Nur einfach drauf. Kann ich den Face locken? Nein, kann ich nicht. Das wäre interessant. Nee, aber wenn ich heute nicht Face locken kann, mache ich den immerhin dadurch konstanten Schaden ein Stück weit. Ah. Lass mir den Kill, dann kann ich mich damit wiederbeleben. Vielen Dank. Deswegen mache ich das jetzt. Ja, Warlorder. Das bezweifle ich sehr stark. Mhm. Wenn du einen Warlorder eingebaut werden willst. AP. Warum? Ist das nicht wie ein Kühlschrank? Ja, aber wie ein Kühlschrank mit Waffen. Ohne Kühlung. Doch, Kühlung hat er bestimmt, sonst überhitzen die Waffen, ja. Achtung, Deathstrap. Zeit für Roboter-Action! Du wolltest uns doch warnen. Hab ich doch. Ich hab doch gesagt, Achtung, Deathstrap. Ach so. Hörst du mir nicht zu, Junge? Hat sich komisch angehört. Ich habe dich also nicht verstanden. Also habe ich das nicht als Warnung empfunden. Eine Warnung muss gegrölt werden, am besten. Ich kann aber nicht grölen, beziehungsweise will ich nicht grölen, weil es ziemlich laut wäre. Ja, eben. Ist doch lustig dann. Pulverisiert. Sehr schön. Waffenkiste? Nein. Schade. Ich weiß aber, ob wir den Kern installieren sollen. Den Warlord gefunden. Okay. Und weg da. War klar. Du kannst ihn aber nicht angreifen. Ah, jetzt kannst du ihn angreifen. Na, warte. Heilige Scheiße. Ich brenne, der hat Brandgranaten.
Der brennt aber selber auch. Zumindest glüht er ziemlich arg. Der fucking Homing-Messer ist. Boah. Oh. Haben's gleich. Ideal. Ich hab's, den muss ich retten. Niemanden. Doch, Corby. Okay, jetzt bin ich schon dran. Oh. Du mich auch. Okay. Ende Radio. Warum sind wir eigentlich so dumm? Bam. War es gerade allein mein Schuss? Habt ihr auch drauf gefeuert? Warst du alleine? Mehr. Okay, wow. Weil ich das Ding gerade mit einer Schrot vom Himmel gesniped hab. Fällt doch kaum was aus. Trotz kann man auch gut snipen. So, okay, warte, wir sollten zurück zu Sanctuary. Das heißt, wir machen jetzt wieder einmal zurück. Ja. Splittergrube-Quest, ja. Tralalala. Den Kamera mitnehmen, den wir vergessen haben. Also, wenn jetzt so nicht viel los ist, kann ich ja auch, habe ich ja rechtmäßig erfährt, aber sobald was passiert. Naja, dann hast du Effekte bis zum geht nicht mehr. Eben. Wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, ich soll die Grafikerstellung niedriger stellen, ne? Niedriger als alles aus geht nicht. Nur der kauft dir eine neue Grafikkarte. Hat er schon, funktioniert nicht. Das ist das Problem. Und ich kack leider kein Geld. Ja, ja. Was? Tust du nicht? Scheiße. Ja, ja. Dann musst du dein Zimmer umskillen. Dann hast du dich ganz umsonst mit mir angefreundet, ne? Ja, eben. Dachte, das bringt was, irgendwie. Kannst du einen Geldbaum züchten. Mhm. Oder kaufen. Das Wasser sieht so widerlich aus. Ganz ehrlich. War das wohl auch. Das war hier Film von Deutschland, aber keine Ahnung. Alles so leer hier. Unglaublich. Ja, komm, wir sind schnell durch. Beklag ich mich besser nicht drüber. Ich hab einen Kerl gefunden, den wir vorher noch nicht gekillt hatten. Okay, hör auf! So gefällt mir das! Kann er mal aufhören, mich anzuballern? Vielen Dank. Dead. Ja, okay, dann klaue sie mir halt. Kann ich auch wieder droppen, alles gut. Was hast du denn geklaut? Eine Granate, die ich mal vergleichen wollte, weil die einen etwas größeren Radius hat, glaube ich, aber ein bisschen was schwächer ist. Ich meine, das ist ja irgendwie immer Konst-Stil. Naja, es wird nicht sofort genommen, meins. Elektrischer Sicherungskasten. Aber dafür werfe ich es auch wieder weg und behalte es nicht einfach. Ja. Nope.
Wartet auf mich! Nein! Doch! Auf mich wird auch nie gewartet! Ah! Darf ich unten in die Türschlüssel springen? Ja! Cool, mach ich. Dann behalte ich die Waffen hier halt für mich! So geil werden die eh nicht sein! Oh! Geht! Liquid Terror. Schön. Das kommt denn gerade zurück oder kam mir das so vor? Da kommt sie. Hi. Aber wir sind zu weit oben. Ihr könnt doch einfach runterspringen. Hab ich getan. Ach, ich muss noch weiter runter. Sag mir das doch einer. Ja, ich hab gesucht, wo ich hin muss. Oh nein, Feinde. Du musst auf die Klobrille drauf. Ist doch klar. Deathjet. Alles gut genug? Das war auf jeden Fall zeitlich gut gewählt. Ich bin so ein Badass! Ist jetzt ein bisschen verreckt wäre. Nice von wo? Ach da, okay. Ich liebe dich, bitte! Heilung für euch! Ja, hab's gemerkt. Guter Einsatz von diesem Teil, glaube ich. Ja. Kann ich auch sehen. Boah, ich hab... Gott, Hilfe. Ach, Blut überall. Geht doch. Ruhm. Raketenmunition. Die nicht mir wo gehört er anscheinend. Ja, sorry, du standst drin. Ja, ich hatte ja vor, die aufzuheben. Achso. Sorry, du standst drin, also musste ich es aufheben. Ja. Diese Logik ist einfach nicht vorhanden. Ja. So, skillen. Skill. Wie skillen? Ich bin Level 14. Ja, ich level ja langsamer, weil ich jetzt kaum noch Schaden mache. Welche sind besser? Ich kann mich nicht entscheiden. Weil ich recht viele Crits mache, ja. Was lachst du? Die Kommentare von deinem Charakter. Ja, da lachst du immer drüber. Achtung, Gegner. Was hat's denn diesmal gesagt? Dass Deathtrap ein Upgrade kriegt. Bist du ein Upgrade? Du kriegst ein Upgrade. So ungefähr. Das ist kein Upgrade, kriegst du trotzdem. Nein, ich wollte. Ja, danke, V das drücken. War. Wieder perfekt in meine Schusslinie gesetzt. Ich wollte jedes Mal. V drücken, nicht F, ja. Die Tasten sind so ähnlich. Sind beide aus Plastik. Nein, ich habe keine Echtholz-Tastatur. Warum? Ja, danke, meine Muni ist alle. Sag mir das vielleicht vorher. So, ah ne, hier müssen wir gar nicht runter. Das ist mir zu weit, wir achten gar nicht auf die Map. Braver Junge! Wow. Du hast die geschrottet! Holy shit! Ja, das Psycho! What? Ich hab doch gesagt, ein Lebenspunkt! Kein schlechter Anfang! Treffsicherheit ist sowieso überschätzt!
Ja, in der Tat. Hast du mich aber echt sauer gemacht. Ich hab genug von dir. Hi. Schieß weiter. Hä? Hä, was? Hä? Was geht hier ab? Ich hab ihn wiederbelebt, warum? Ich hab aus Versehen irgendeine Waffe aufgenommen. Hier ist eine Splatterwitch Class Mod. Eine was? Eine Splatterwitch Class Mod für dich. Mach doch wenigstens den die Person, weil mit Splatterwitch kann ich nicht anfangen. Ja, Witch wird wahrscheinlich Sirene sein und nicht Bruiser. Oder ja, ist wie okay. Ist der normal? Ganz circa. Ganz circa, genau. Du hast zwei Flimmern-Skill, was? Was ist Flimmern? Nachgucken. Ach, quasi Korrosionsschaden, ja, das ist nicht so geil. Okay. Für mich. Du kannst trotzdem mitnehmen. Ich hab ja auch mitgenommen. Ja. Aber warum hat man eigentlich immer dieses Bedürfnis, auf alles zu schießen, was in die Luft gehen kann? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls habe ich das. Dieses Bedürfnis. Jedenfalls habe ich das Versteck gefunden, das ist doch auch schon mal was wert. Mich fragt, dass ich da diesen Weg runter. Ja. Nimm deine paar Sinne zusammen. Mit diesen Mutanten ist nicht zu spaßen. Lass ihnen keine Chance. Okay. Erstmal hier das Zeug öffnen. Ja. Eine paar Sinne, das, der hat auch echt hohe Erwartungen an uns, kann das sein? Ja. Lesen, das wäre sowieso verstrahlt und mutiert und alles Mögliche. Die waren wir auch schon mal. Oder? Nee, waren wir nicht. Nee, es sieht alles nur gleich aus. Die Viecher heißen halt auch einfach Laborratte, ne? F-Jab. Granate, Granate! muss töten, Granate, Granate. Hm? Ach komm, das war so. Komm, dann. Ah, hab's. Ein Klo! Da sind wir froh. Mit nichts wertvollem drin. Okay. Okay, das war jetzt die Scheiße aus, weil ich die Physics-Effekte hinten noch runtergedreht habe. Gut. Ja, okay, ich sie demnächst wieder hoch. Weil ich davon ausgehe, dass damit das gemeint ist. Beim Klo irgendwas, was ich hätte brauchen können? Wahrscheinlich nicht. Glaub nicht. Nein, nur Pistolen, nur ganz miese Pistolen. Okay, damit kann ich wirklich nichts anfangen, ausnahmsweise mal. Du musst über das Intercom mit den Besten kommunizieren. Sollten deine Futterversprechungen sie überzeugen, lassen sie dich hinein. Hallo, Iridium. Ich hab euch im Stich gelassen, Trainer. Kein schlechter Anfang. Ja, ja. Ja. Welcher Punkt? Gestens. Wir kriegen wieder Munition. Komisch. Marshmallows und Zeckorin. Komm rein, Keule. War das die Stimme von? Die Stimme von? Hammerlock. Ja, war's. Ist keine Frage, das war sie einfach. Pizza. Ja, aber erstmal außenrum alles aufmachen. Bombenpizza. Och, dann eben nicht. Hab die Pizza gegessen. Der kommt nicht ganz nee. Jetzt. Nichts Großes. Da kommt eine. Dan, oh nein! Boah, Dan kann gut ausweichen. Ach, jetzt nicht mehr. Hallo? Mhm. Hallo, nicht ausweichen. Ralf! Nein, nicht Ralf! Was? Die Namensgebung einfach. Jetzt aber schneller weg, als ich hinschauen kann. Lieben Ralf. Wird immer schlimmer. Mick. Mick sehe ich gar nicht mehr. Da jetzt, vielen Dank.
Die sind aber auch schnell, ey. Ja, jetzt. Ja, schnell, aber verdammt nochmal schwach. Aber ich kann die mit Low FPS einfach nicht facelocken, wenn die sofort weg sind. Ich glaube, das liegt nicht an deinen FPS. Ich glaube, die sind einfach viel zu. Bist du wieder Ralf? Aha. Immer noch Ralf. Nee. Hat man ihn nicht schon? Ausgezeichnet. Komm zurück. Ich habe hier einen hübschen Batzen Blut. Oh, was? Gelbes. Granate. Ja, aber gelb ist doch. Dings. Gelb. Ich will gelb haben. Egal. Ich will Geld haben. Du hast Geld. Was? Nein. Eigentlich nein. Und wie ist die Granate? Kannst du sehen. So ist die Granate. Lol. Ja, das ist eine goldene Granate gewesen, ui, deswegen. Ich kitsche. Benni, wer haben mich, glaube ich, bei meinen stationären Granaten? Zum Beispiel den da, ja. Das war die Granate, die du eben aufgehoben hattest, ne? Ganz. Hast du die Granate geschmissen, war es, Gorbi? Ich habe keine nicht geschmissen. Ich habe eine dann alles normale noch Standard. Okay. Das war alles diese eine Granate. Okay. Ich würde halt, wenn ich du wäre. Ja, Goldgranate und so, ha? Die macht ja voll Party. Ja, aber sie braucht Ewigkeiten. Oh, dann gib die mir. Meine haben. Nee, nee, ich hab schon eine. Warte, ich glaube, wir tauschen die und nicht, dass sie auch durch den Boden fällt. Das wäre doof. Ja, X halten, okay. Kann ich ja einfach so haben, ne? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Erstmal den anderen Tab auswählen, das ist immer asozial. Erstmal den nach vorne holen. So. Tauschen? Okay. Tauschen. War gar nicht irgendwie anspruchsvoll. Jo. Vor allem die ist einfach Gold. Aber sie wirkt, sieht aus, als würde sie viel weniger Schaden machen als meine. Was ist da los? Ja, ich meine, sie macht länger Schaden als deine. Ja, die macht Stromschlagschaden pro Sekunde, ja. Durch die Gegend pinkt. Der auch dran Stromschlagschaden pro Sekunde. Dann rüste ich die mal aus. Schaden. So. Gibt nichts Besseres, als sich selbst die FPS zu vermiesen. Ja. Ja, steh im Weg, man kommt da auch so super an dir vorbei. Sorry. Ich meinte nicht dich, ich meinte gerade eben noch Simon, aber dann war er schon weg. Okay. Gut, dann wir das noch wenigstens beendet haben. Waffenkiste! Ja, brauche ich ganz dringend. Alter! LOL! LOL! Was? Ach, gib her, zeig! LOL! Erstmal anschauen! Oh mein Gott! Oh, das ist schön! Zeig die mal her jetzt, die du schon aufgesammelt hast. Es waren noch zwei garantiert. Besser. Warum sagst du dann LOL, oh mein Gott? Weil der ja krass aussah. Aha. Aussah. Ich dachte, oh, jetzt kommen so ein paar Waffen, aber nein, es ist einfach nur ein fetter Raketenwerfer. Ich hab den mal aufgenommen. Hier sind noch ein paar Waffen. Nur Pistolen wieder. Vergleiche mal mit meinem Raketenwerfer. Moment. Wow, meine. Ach Gott, das ist so ein Spiel, okay. So ein Hebelrätsel. Ich hör's und es nervt mich auch gar nicht. Geht doch gar nicht auf den Sack. Wieder Pistolen nur. Und zwar eine geile, die habe ich aber jetzt. Da passiert nichts, Simon. Doch, da passiert was. Guck du da hin. Ach, da oben. Haben wir noch einen dritten Schalter irgendwo? Nee, mit den beiden kriegst du was hin. Schon mal, du hast jetzt. Das Problem ist halt, dass die irgendwie. Nee, nochmal. Die haben kein System. Doch, haben die. Drückst du nochmal? Wir rücken es einfach immer mal wieder ab und abwechseln. Was ich nochmal? Abwechseln, was bringt's? Ich nochmal. Nee, nicht unbedingt abwechseln. Einfach mal.
Das mach's halt selber. Ja, da muss man hin und her laufen, das ist unpraktisch. Ja. Naja, mach er schon. Also auf 100% rot kriegen wir es schon mal, jetzt müssen wir es nur noch umdrehen. Ich sag's mal so. Zu spät. Einige Kombinationen hatten wir nämlich schon. Mach du nochmal. Okay, was passiert bei der Kombination? Ach, da haben wir wieder die drei. Möchten wir darüber nachdenken? Nee. Konz hat noch einen Knopf gefunden. Der Fernseher hat noch einen Knopf. Ah, okay. Nicht ständig drücken, vielleicht, das ist unpraktisch. Ja. Drück jetzt nochmal. Rätsel, Rätsel. Voll Geist rumgedrücke. Brute Force. Ach, wir drücken jetzt einfach alle durchgängig diesen Knopf. Grün, da! Ah. Steht. Egal, die Tür ist offen. Lol. Na, was? Irgendwie blöd ist das System herauszufinden. Gott,